Hallo, in diesem Video möchte ich ein Wort zu den idiotischen Mathesätzen verlieren, darbieten. Und zwar geht es, was ist denn ein idiotischer Mathesatz? Es geht darum, eine Funktion ist stetig und daraus folgt, eine Funktion ist stetig. Das ist ein schöner Satz oder eine schöne logische Schlussfolgerung. Aber was bringt die mir denn jetzt? Das ist doch klar. Wenn eine Funktion stetig ist, dann ist sie stetig. Da gibt es auch nicht viel zu denken. Aber die Mathematiker, die schmeißen sich dann auf so Formulierungen und weiß nicht, machen Feuerwerk. Also ich habe das früher nie verstanden. Und auch wenn in den Büchern oder von den Lehrern immer kommt, naja, das hat schon alles seine Richtigkeiten, das ist gut so, dass das so ist und man soll sich darüber freuen. Ich habe das nie greifen können. Und ich möchte mit einem Beispiel hier in diesem Video vielleicht mal ein bisschen klarer machen, was eigentlich dahinter steht. Für alle, die auch denken, dass das ein bisschen idiotisch klingt erstmal. Wir nehmen dieses Beispiel. Licht mit einer Wellenlänge von 625 Nanometern bis 780, Entschuldigung, Nanometern. Daraus folgt, es ist rotes Licht. Ich finde, das klingt erstmal sehr vernünftig. Also dann denke ich nicht, dass das irgendwie idiotisch ist. Wir könnten das Ding auch theoretisch umdrehen und dann würde da stehen, rotes Licht, daraus folgt so viel Nanometer. Klingt für mich auch sehr vernünftig. Also da finde ich nicht irgendwie idiotisch. Aber wenn man sich jetzt die Definition anguckt, dann findet man raus, ja, rotes Licht ist definiert dadurch, ist also eigentlich beides dasselbe. Oh, was ist also jetzt der Unterschied hierzu? Wenn ich auf dieses Ding hier gucke, wir können das ja auch mal gerade umdrehen, ich sehe, dass das hier und das hier eindeutig dasselbe ist. Das sehe ich auf den ersten Blick. Deswegen gucke ich das Ding an und denke mir, was ist denn das für ein Mist? So, jetzt gucke ich aber das Ding an und ich weiß vielleicht gar nicht, wie rotes Licht definiert ist. Da gucke ich das an und denke so, aha, guck mal, rotes Licht ist ja das hier. Und ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied, wenn man jetzt denkt, dass diese Sätze in der Mathematik nicht so viel bringen. Im Grunde, was ich sagen will, ist, es wird sich einfach wiederholt. Aber dadurch, dass es jetzt wie in dem Fall hier nicht ganz klar ist, dass es eigentlich dasselbe ist, weil es ja komplett andere Wörter sind, oder vielleicht auch nicht ganz klar ist, jetzt vom Wissen her nicht ganz klar ist, dass es dasselbe ist, klingt das dann nicht mehr so idiotisch. Und wenn du jetzt aber sowas hast wie, wenn man ein bisschen sehr viel abstrakter, sagen wir mal, aus A, weiß nicht, folgt B. So, und aus B folgt C. Und aus C folgt wieder A. So, und jetzt wird ein Feuerwerk gefeiert, weil aus A folgt A. Wo wir wieder hier wären. Das heißt also, auch wenn man irgendwie Beweise oder sowas macht, kommt man im Grunde schlussendlich auch auf sowas hier raus. Wo dann einfach nur steht, na, A, daraus folgt halt A. Und das sieht dann jemand und denkt sich, was ist denn das für ein Mist? Und der andere, ja, bei dem geht die Luzi ab. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich will nicht weiter um nichts drumherum reden. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen was geholfen. Ich hoffe, es hat nicht noch mehr verwirrt. Und vielen Dank fürs Schauen.